Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Cheesy's Tube zu einem weiteren Video über das HTC 7 Mozart. Und heute geht es darum, dass ich euch einfach mal die hauseigene Twitter-App von Windows nahebringen möchte. Die könnt ihr ganz einfach im Marketplace downloaden. Ihr klickt drauf, gebt bei der Suche einfach Twitter ein und das erste Ergebnis ist es dann. Nachdem ihr das Ganze runtergeladen habt, geht ihr hier in eure Liste, wo die ganzen Apps aufgelistet sind. Geht runter bis zum T, ihr seht das ja hier, klickt einfach auf Twitter drauf und dann öffnet sich das Ganze. So. Nachdem ihr euch nun angemeldet habt mit eurem Nutzernamen und eurem Passwort, das habt ihr hier ganz einfach, müsst ihr es eingeben, lädt hier schon als allererstes die Timeline. Die Timeline für alle Twitter-User, sie werden wissen, was es ist, einfach von allen Leuten, denen ihr folgt, deren Tweets werden hier aufgelistet. Wenn ihr einmal nach rechts geht, finde ich sehr praktisch, sind hier einmal eure Erwähnungen, hat hier gerade noch aktualisiert, also in jedem Tweet, in dem ihr erwähnt werdet, der ist hier aufgelistet. Ein zweiter nach rechts sind eure Nachrichten, so, eure sämtlichen DMs. Nochmal ein zweiter nach rechts sind Listen, ich habe momentan noch keine, aber ich könnte jetzt hier auf neue Liste gehen. Dann den Namen eingeben, Beschreibung und verschiedene User hinzufügen. So. Und wenn wir wieder nach rechts gehen, das heißt, das ist hier so ein fließender Übergang, sind wir wieder bei der Timeline. So viel zu den Grundzügen. Hier unten mit dieser Taste können wir aktualisieren. Das sehen wir dann hier oben an diesen vier Punkten. Und, na kommt schon, und das Ganze wird aktualisiert. Hier auf diesem Stiftsymbol können wir einen neuen Tweet schreiben. Wir geben hier einfach ein Hallo Test zum Beispiel, so Hallo Test, und wir klicken dann, um den Tweet abzusenden, hier unten auf das Symbol. Hier können wir noch etwas hinzufügen, also ein Anhang sozusagen. Hier können wir jemand erwähnen und hier können wir noch ein Foto aufnehmen bzw. ein anderes Foto auswählen und das hinzufügen. Das lassen wir mal, das erklärt sich ja von alleine. Und wir klicken hier einfach auf dieses Symbol und natürlich dann hier unten, dass der Tweet gesendet wird. Jetzt lädt das Ganze und hier ist unser Tweet. Na, schade. Jetzt lädt das Ganze und hier haben wir unseren Tweet. Und ansonsten haben wir unten hier noch die Funktion, eine DM zu verfassen. Wenn wir da draufklicken, haben wir hier schon eine Liste von Leuten, denen wir schon mal eine DM geschickt haben. Oder wir können hier einfach noch einen Empfänger hinzufügen. Und das letzte Symbol hier ganz unten ist die Suche. Wenn wir da draufklicken, können wir einfach Top-Tweets auswählen, Trends, Vorschläge oder Tweets, die in der Nähe abgeschickt wurden. So, wir gehen wieder zurück. Dann hört man noch so schöne drei Punkte. Hier können wir noch die Einstellungen auswählen. Wenn wir hier draufklicken, sehen wir einfach, dass man noch mehrere Konten hinzufügen kann zu dieser App. Und wir können noch hier unten unser eigenes Profil anzeigen lassen. Hier mein Profil, GCStube, falls mir jemand folgen möchte. Hier wird dann eben auch noch angezeigt, die Website, wie viele Tweets ich geschrieben habe, wie viele Follower ich habe, wie viele Followings und so weiter. Das war's auch schon wieder von diesem Video zum HTC 7 Mozart. Ich würde mich natürlich wie immer über eine Bewertung oder Abonnement oder sonst irgendwas Tolles freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage